Ah ja, okay. Gut, Internet ist wieder da. Schön, dass er so viel Geduld hat. Ich gehe da jetzt auch direkt nochmal drauf ein. Wir lassen uns da nicht mundtot machen. So. Starte ich immer ganz kurz. So. Ich muss jetzt hier mal ans Ende gehen. Um mal zu gucken, was ihr mir noch geschrieben habt. So, wir blenden ich in den Chat ein. So. Also, ihr Lieben. Das hat wirklich abgebrochen, das Video. Das ist ja unglaublich. Die haben uns bei YouTube wirklich rausgeschmissen. Nee, wir sind immer noch live. Ja, diese Verwirrung stört mich ja nicht. Also stört mich eigentlich schon mega. So. Vor einiger Zeit wollte ich so, okay, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Haben wir alle. Also, ihr Lieben, so wie es aussieht, hat ein neuer Livestream angefangen oder wir sind einfach wieder live gegangen. Sehr verwirrend. Zeigt mir aber, dass das Thema wichtig ist. Also das Thema der vierten Dimension und der Reinigung dieser Dimension mit der Verzahnung der fünften Dimension hat zur Folge, dass wir dann einen ziemlich krassen Exodus haben von Weseneinheiten, die eigentlich längst mal ins Licht gehen müssten. Und gut, wir sind wieder live. Diese Wesen brauchen ja jetzt dringend ein neues Zuhause. Dieses Zuhause finden sie entweder in Gott. Jetzt gibt es aber hochmagische Mächte auf diesem Planeten, die halten die wie einen Bienenschwarm als metaphysische Gefangene, metaphysische Armee auf diesem Planeten. Und die müssen mit Energien versorgt werden. Und wenn jetzt aber die vierte Dimension nach und nach dem wegbröckelt, weil sie sich reinigt, brauchen die dringend ja, neue Wirte. Und so ein Krieg, den wir jetzt gerade erleben, ist natürlich ideal, um Menschen zu traumatisieren, in die Angst zu jagen, in den Hass zu jagen und so weiter. Ich hatte das gerade eben schon mal erzählt. Auf allen Seiten. Also die Polarisierung unserer Gesellschaft ist das eigentliche Ziel dieses Krieges. Und deswegen, es ist ein Krieg nicht nur arm gegen reich, sondern es ist sogar ein Krieg der Besatzer der Erde gegen die irdische Bevölkerung. Ich gehe wirklich so weit zu sagen, dass diese Erde in der Hand von ja, man weiß noch nicht mal, ob es Außerirdische sind oder einfach eine zweite Rasse, die auf diesem Planeten lebt, die auf jeden Fall nicht menschlicher Natur ist. Das heißt, die Geschicke dieses Planeten werden von einer Regierung gelenkt, die nicht menschlichen Ursprungs ist. Da bin ich mir zu 100% sicher. Zu 100%. Wir haben sehr viele Hinweise darauf, die wir sehr ernst nehmen sollten, wenn wir intelligent sind. Nicht nur, dass sämtliche Pyramiden damit bepinselt sind und bin wieder da. Wunderbar. Sämtliche Pyramiden sind damit bepinselt. Mit den Astronauten, die da fliegen. Wir haben eine Überlieferung nach der nächsten von Astronauten und von Space-Wesen, die auf diese Erde gekommen sind. Wer das versucht zu verleugnen, der ist ja, ein Wissenschaftsverleugner. Denn das ist Wissenschaft, das sind Funde. Du kannst sogar in Berlin, kannst du dir sogar die babylonischen Rollsiegel anschauen, die das Sonnensystem besser dargestellt haben, als wir das 1800 oder 1700 noch konnten. Die da einen Stern sogar kennen oder einen Planeten, die da einen Planeten in unserem Sonnensystem noch aufzeichnen, den wir heute nur noch als Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter kennen. Und genau, was Jubel schreibt, ich habe das Gefühl, aber das sind physische Existenzen oder eher geistige, so wie Djinn und Dämonen. Ja, sie werden als Djinn und Dämons bezeichnet. Es ist eine, es sind verschiedene Lebensformen, sagen wir es mal so, die gemeinsame Sache machen und durch den Sturz in Atlantis, durch den Überfall auf diesen Planeten,
vor ca. 25.000 Jahren, kam es so, dass die eigentlichen planetaren Erben, die eigentlichen Einwohner dieses Planeten, in die Sklaverei gestürzt worden sind. Das heißt, hier kam eine ziemlich krasse invasive Rasse auf diesem Planeten an, die eben die Lemurier und die Atlanta mit Gewalt, List, Tücke und Tricks verdrängt hat. So wie wir das ja heute gerade sehen. Mit Täuschung, mit Fehlinformation, mit Irreführung, mit Angst, mit Druck, mit Drohungen und so weiter. Die verschiedensten Mittel, mit Erpressung. Also die gleichen Mittel, die heute eingesetzt werden, mit Sanktionen, die hat man schon damals eingesetzt. Es war eine Übermacht, die eben, als sie auf diese Erde getroffen ist, einer recht unschuldigen Zivilisation gegenüberstand, die die Dualität in dieser Intensität nicht erlebt hatten. Auf einer noch höheren Existenzebene als der fünften Dimension, in der siebten, achten und neunten, sind das natürlich Seelenabsprachen gewesen, um eine gewisse Evolution anzutriggern. Heißt es aber nicht, dass das Spiel der Seelen, so wie wir Plejada das auch bezeichnen, dass das Spiel der Seelen ewig weitergespielt werden muss und wir ewig in der Rolle der Vertriebenen stecken müssen. Und dass diese Retraumatisierung, die jetzt zum Beispiel auch gerade in der Ukraine passiert, die erleben wir seit 25.000 Jahren kontinuierlich. Die komplette jüdische Geschichte basiert auf der Vertreibung, aus der Flucht aus Israel. Das waren ja Sklaven, die offiziell die Pyramiden gebaut haben, die sich gegen das damalige Establishment aufgelehnt haben, die dann eben geflohen sind mit Moses und aber von der Armee natürlich verfolgt worden sind. Man hatte jetzt nicht vor, die einzufangen, man wollte die platt machen. Das war, muss man verstehen. Und diese Geschichte wiederholt sich eigentlich kontinuierlich auf diesem Planeten. Auf die eine oder andere Art und Weise. Fee fragt, was meinst du, gelten die Gesetze des Karmas für diese dunklen Wesen, Archonten, Deep State, die dunklen, mächtigen Tyrannen der Menschheit nicht? Oh. Wir kommen auf jeden Fall jetzt zur Wohlstandsmeditation, denn es ist eine wichtige Vorbereitung, um zu verstehen, wo eigentlich dieser Wohlstand geblieben ist. Denn der Wohlstand ist von der Art und Weise, wie das Universum kreiert ist, immer da. Er ist eigentlich immer direkt vor unserer Nase, direkt in uns. Der Reichtum umgibt uns eigentlich permanent. Es bedarf richtig viel Energie. Es bedarf einer massiven Traumatisierung und Manipulation, um diesen Wohlstand, um dieses göttliche Erbe von uns zu nehmen. Das muss uns erstmal bewusst werden. Der Normalzustand, ihr Lieben, der Normalzustand der menschlichen Existenz ist eigentlich das Leben wie eines Maharajas, eines großen Königs. Maharaja. Der Normalzustand der menschlichen Existenz ist eigentlich wie die Inkarnation Krishnas oder Radhas. Ein Paar in einem Lustgarten, das sich dem Tantra hingibt. Ja, der sexuellen Vereinigung, der Ekstase und von den süßesten Früchten des Paradieses ist. Das geraubte Paradies, das gestohlene Paradies, es ist eine kontinuierliche Aufrechterhaltung einer Imbalance, die sich üblicherweise, wenn wir die Besatzer von diesem Planeten jagen würden, das können wir machen, das könnten wir jederzeit machen mit einer menschlichen Abstimmung. Wenn die Menschheit als Kollektiv zusammenkommt, könnte sie in einer Meditation innerhalb von 24 Stunden, 12 Stunden sogar, wir müssten nur als Menschheit einmal zusammenkommen und in einer Meditation die Entscheidung treffen, dass wir diese Besatzer nicht länger auf diesem Planeten akzeptieren. Zack, das Gesetz würde greifen und die müssten den Planeten verlassen. Wir haben sie aber eingeladen und wir dulden sie weiterhin. Und durch diese Duldung, durch diese kontinuierliche Duldung des Terrors, des Dramas, der Traumatisierung und der Ausbeutung, die kontinuierliche Duldung zum Beispiel von Fleischprodukten, ja, das Mitmachen des Spiels, mit in die Täterschaft hineingehen, ja, das mitgefangen, das sich verbünden mit denen, das gibt eben diesen Besatzern kontinuierlich das Bleiberecht. Und das kann man ihnen aber entziehen. Und wenn man diesen Besatzern erstmal über seinen eigenen Körper das Bleiberecht entzieht, dann ist man einer der Avantgarde, dann ist man einer der aufgestiegenen Wesen,
was nichts weiter heißt als, wir sind wieder in den Zustand des Paradieses eingekehrt, wo wir eigentlich waren, bevor dieser Planet durch feindliche Alienkräfte oder feindliche interplanetare andere Spezien quasi geschiftet wurde. Und das beantwortet vielleicht auch indirekt deine Frage. Die Gesetze des Karmas sind indirekt an die 3D und die 4D geknüpft. Sprich, sie unterliegen einer dualistischen Deutung. Du kannst die Gesetze des Karmas nur wodurch, wie sagt man, heilen, umgehen, durch Gnade, göttliche Gnade, eines der höchsten Gesetze, was uns Menschen kaum zugänglich ist. Also intellektuell können wir es nicht verstehen. Wir können es erleben, wir können darum bitten, um göttliche Gnade und Liebe. Liebe können wir selbst tatsächlich erzeugen und ist die höchste Form der menschlichen Existenz. Die Kraft und die Liebesfähigkeit ist die höchste Form, zu der wir als menschliche Wesen derzeit in der Lage sind. Derzeit. Das heißt nicht, wenn wir als Kollektiv aufsteigen, dass uns neue Grenzerfahrungen, neue Bewusstseinsbereiche zugänglich werden, dass wir uns in die sechste Dimension und siebte Dimension spirituell ausweiten. Aber derzeit ist es eben die Liebe, die eine der höchsten Kräfte ist, die uns als Mensch direkt zugänglich, als Menschheit direkt zugänglich ist. Und Faye schreibt, ich dulde sie nicht, mir reicht es. Das ist ein sehr, sehr guter Anfang. Wir dürfen bereit sein, uns an unser kosmisches, göttliches Erbe zu erinnern. Wir dürfen bereit sein, und wenn wir die Augen schließen, wir sehen üblicherweise sofort das irdische Paradies. Und all diese Ablenkungen, all die Mittäterschaft, die kontinuierlich neu erzeugt wird, halten uns im Dauerloop. Wir sind wie ein Bienenstock, der emotionalen Honig liefert, und zwar meistens negative Emotionen. Die negativen Emotionen sind der Honig, den eine andere Spezies braucht, um zu leben, von uns. Das heißt, wir werden permanent in negativen Vibrations gehalten, um geerntet werden zu können. Wer das einmal verstanden hat, der versteht, wie wichtig es ist, emotionale Regulierung zu bekommen. Der versteht, wie wichtig die Meditation ist. Der versteht, wie wichtig es ist, nach der Erleuchtung zu streben. Und ich sage immer wieder Mittäterschaft. Ihr müsst euch das so vorstellen. Um in einen bestimmten Clan oder Club eintreten zu können, ist sehr häufig die Eintrittskarte ein Verbrechen. Um eben dann im Anschluss erpressbar zu sein. Diese Mittäterschaft sorgt dafür, dass dann, wenn wir uns dem Paradies zuwenden, der Ankläger kommt. Der Ankläger ist ja quasi der Scheitern oder der Teufel und sagt, schau dich mal an. Es ist aber auch der beste Prüfstein. Denn wenn der Ankläger, der Scheitern, der Djinn, der Teufel, nichts mehr gegen uns vorzubringen hat, dann sind wir rein. Dann sind wir geheiligt. Und deswegen heißt es, urteile mich, damit du nicht verurteilt wirst. Denn das Urteil, das du im Gedanken aussprichst, das sagst du zu dir selbst. Das ist dein Spiegelbild. Das ist der Schatten in dir, den du noch nicht wahrgenommen hast. Und mit jedem Begriff, den du deutest, kannst du ein Fass aufmachen. Definitiv. Ich mache gerade ein Fass auf. Wir kommen gleich zu dieser Meditation. Ich merke aber immer wieder, in dem Moment, wenn ich als Channel Medium hier arbeite, fließen so viele Informationen durch mich durch, die fast viel wichtiger sind, um zu verstehen, wie es geworden ist, was es ist. Denn wer erstmal verstanden hat, wie dieser Planet zu dem geworden ist, was er heute ist, der kennt den Weg nach draußen. Und wir werden systematisch in Schuld gehalten. Das heißt, am aktuellen Zustand wird uns systematisch die Schuld gegeben. Und ja, wir tragen auch einen großen Teil dazu bei. Ich hatte das gerade erwähnt. Die Mittäterschaft. In jedem kriminellen Clan kommst du nur rein,
wenn du quasi bestimmte kriminelle Handlungen für diesen Clan erstmal durchführst. Das kann bis zu einem Mord hingehen, zu einer Vergewaltigung, die dann teilweise auch von Zeugen dokumentiert wird, damit man dich dann eben danach auch erpressen kann. Und wenn du das aber durchziehst, dann bist du dabei. Ja, das, jeder, der aus der Mafia jetzt zuschaut, der wird das bestätigen, dann stimmt, ja, da war meine Eintrittskarte. Und das ist das, wie da das Bündnis geschaffen wird. Über die Erpressbarkeit. Das heißt, jeder, der aussteigen will, der wird ans Messer geliefert mit seinem Verbrechen. Und so ähnlich funktioniert das bei uns Menschen in Verbindung mit der Alien-Besatzung eben auch. Wenn du die ganze Zeit Tiere isst, als Beispiel, und die Mutter Natur ausbeutest, dann sagt der Alien, der diesen Planet besetzt, schau, der ist aber nicht so besser. Ich bin hier einfach nur, da kommen wir auf die Frage von Faye mit dem Karma, ich bin hier einfach nur, um der karmischen Rechnung, wie sagt man, Geltung zu verschaffen. Ich sorge einfach nur für den karmischen Ausgleich. Das heißt, das ist ein ziemlich verzwicktes Spiel. Wir glauben zwar, wir hätten uns kein Karma aufgebürdet, aber unbewusst durch viele, viele verschiedene Zustimmungen, die wir zum System gegeben haben, in dem Moment, wo wir ins Ego gerutscht sind, sprich, wo wir den Verstand übers Herz gestellt haben. In dem Moment haben wir uns indirekt mit schuldig gemacht am Verbrechen gegen diesen Planeten, gegen die eigene Menschheit, gegen die eigenen Brüder und Schwestern. Vielleicht kennt ihr das. Wie oft ihr tatsächlich gegen euer Herzenswissen gehandelt habt. Einfach nur aus Angst heraus, aus dem Verstand heraus, aus falschem Stolz heraus, aus Ego. Das ist Ego. Ego ist, wenn der Verstand über dem Herz steht und die Kontrolle übernimmt. Das ist Ego. Ganz einfach erklärt. Wenn das Herz die Kontrolle hat, also wenn ihr den Herzensweg geht und der Verstand Diener des Herzens ist, das ist der Weg der Engel. Das ist der Weg der Buddhas. Das ist der Weg von Jesus Christus. Der Weg des Herzens. Ich bin der Weg. Wenn ihr diesen Weg geht, dann kann man euch nichts vorwerfen. Denn dann geht ihr eben durch eine göttliche Intelligenz geführt und geleitet. Und diese göttliche Intelligenz kommt durch jede Pore eures Lebens kontinuierlich zum Ausdruck. Lichtcode fragt, wie löst man Reue in Bezug auf Mittäterschaft in der Vergangenheit? Ich weiß, das ist auch wieder das Ego, aber ich habe damit noch Schwierigkeiten. Das ist eine sehr gute Frage. Die Reue gaukelt dir wieder vor, dass es einen anderen Weg gegeben hätte. Und ja, dank deines freien Willens hätte es einen anderen Weg gegeben, aber aufgrund deiner eigenen Unreife und aufgrund deines eigenen spirituellen Tiefschlafes, in dem du dich befunden hast, warst du wie ein Kind nicht in der Lage, die Folgen deiner Taten zu erkennen, vorauszusehen. Und somit kannst du in dem Fall für dich um Gnade bitten. Das ist der Moment, wenn Gnade auch wirklich sinnvoll ist. Und wenn du also die Reue, das Bereuen spürst, dann bittest du um Gnade. Dann kommen die zwei Seiten der Medaille zusammen. Das ist aber wichtig. Erst muss das Herz quasi reumütig werden. Du musst wieder mutig werden. Und du musst sehen, es gibt einen anderen Weg. Es gibt einen anderen Weg. Und ich weiß, ich werde heute einen anderen Weg einschlagen. Ich weiß aber auch, dass ich versucht werde, dass es meine Seele noch einmal kommt, um meinen freien Wille ein weiteres Mal zu testen. Ich muss diesen Test quasi erkennen. Gott testet uns nicht. Gott liebt uns bedingungslos kontinuierlich, ob wir den Test verkacken oder nicht. Was aber wichtig ist für uns zu verstehen, unsere Seele möchte sich entwickeln. Das tut sie sowieso die ganze Zeit, aber sie hat einen Erweckungsplan. Das Spiel der Dualität, das Spiel der Seelen kommt ja an einem bestimmten Punkt zu einem Ende. Und es hat ja auch einen gewissen Grund. Und da darfst du dann hinfühlen und erkennen, dass jetzt, wo du erkennst, was dein freier Wille ist, was deine Seele ist, was dein Herz ist, wie der Verstand dem Herzen dient, so kannst du arbeiten. Um Läuterung bitten ist sehr effektiv. Definitiv. Die Reue selbst, dachte ich eigentlich, ist schon die Läuterung. Aber das stimmt ja. Die Läuterung wäre zum Beispiel in unserem Falle die silbervioletter Flamme, die alles verbrennt, was aus, was nicht dem höchsten, reinsten Licht entspricht. Ihr Lieben, das war eine sehr schöne
Einleitung, um zum eigentlichen Thema zu kommen, die Wohlstandsmeditation. Und macht es euch bequem, denn der Grund, warum wir eben aus der göttlichen Fülle gestoßen worden sind, liegt daran, dass wir einen langen Entwicklungsprozess durchlebt haben und in der Dualität, in der Trennung von Gott, ja, mit der Spiegelseite Ich, Gott, Ego, Ego, Verstand versus Herz, Männchen versus Weibchen, ja, eigentlich alles, jeder gegen jeden, um sich eben selbst auch zu erfahren, um das Ich zu erfahren, um dieses Gottgefühl zu kennen. Wie fühlt sich Gott eigentlich? Und deswegen war es das auch wert, um dieses Ich-Bewusstsein, dieses Ich-Gefühl mal zu spüren, was Gott spürt. Gott spürt ja auch Ich. Klingt jetzt vielleicht für uns verwirrend, aber Gott fühlt auch Ich. Gott ist auch Ich. Er sagt ja, oder Gott, sie sagt ja, ich bin. Jetzt kommen die Zen-Meister aus Indien her und sagen einfach nur, bin. Das Sein, das Om, das endlose Rauschen. Ihr Lieben, schließt eure Augen. Nehmt einen tiefen Atemzug. Atmet noch einmal tief ein. Wir kommen jetzt zur geführten Meditation, zur Wohlstandsmeditation. Und spürt in euer Herz hinein. Spürt auch in euer drittes Auge hinein. Spürt gleichzeitig in euer Nabelzentrum hinein. Spürt in euer Scheitelchakra und in euer Wurzelchakra. Spürt in euer Kehlchakra und in euer Solarplexuschakra. Und spürt wieder zurück in das Herzchakra. Weitet euer Bewusstsein aus und verbindet euch direkt mit dem göttlichen Feld um euch herum. Gott ist allgegenwärtig überall. Und weitet eure Aura, spürt aber gleichzeitig die Aura um euch herum, die göttliche Aura. Haltet die Augen geschlossen und weitet eure Aura bis auf 90 cm um euch herum. Nehmt einen tiefen Atemzug. Atmet vollständig aus. Visualisiert vor eurem inneren Auge, wie sich eure Aura wie ein großes Ei um euch herum ausdehnt. cm nach vorne, 90 cm nach hinten, 90 cm nach links und nach rechts, wenn ihr eure Hände ausstreckt, natürlich noch weitere 90 cm, 90 cm über euren Kopf, 90 cm unter euren Füßen. Spürt um euch herum A-E-I. I-O-R. Spürt die drei Achsen. Spürt um euch herum, wie eure Aura einen Durchmesser von über 1,80 Meter
hat nach vorn, nach hinten, nach links und rechts. Spürt, wie die längliche Aura eures Aura-Eis einen Durchmesser von fast 4 Meter hat. 2 Meter eure Körpergröße in etwa. Und das einmal 90 cm oben und unten. Spürt diese mächtige Vibration. Wachst zu dieser Größe an in eurem Bewusstsein. Und atmet die kosmische Energie in diese regelrecht riesige Aura ein. Und wieder aus. Visualisiert diese Aura um euch herum. Ihr könnt dafür aus eurem dritten Auge einen Lichtstrahl senden, der wie ein Laserlichtstrahl um euch herum diese Aura aufzeichnet bzw. entstehen lässt. Tastet quasi mit dem Lichtstrahl eures dritten Auges diese Aura ab. Dabei stellt ihr fest, dass dieser Lichtstrahl ja wirklich in jedem Winkel von eurem dritten Auge abstrahlen kann. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob es nach oben, zur Seite, schräg nach unten. Ja, es ist wie eine Disco-Kugel, lernt euer elektromagnetisches Feld jetzt kennen. Dies ist ein Avatar, der zu euch gehört. Nehmt jetzt die bewusste Verbindung zu diesem Körper auf, der ihr seid, der du bist. Nimm jetzt bewusst Verbindung zu diesem Avatar auf, der du bist, zu dieser Aura, die in dein Innerstes hinein strahlt, aus deinem Innersten heraus strahlt. Erweiter dein Bewusstsein über deine Haut hinaus, jeweils 90 cm. Unterhalb deiner Füße dringst du also in den Boden ein. 90 cm über deinem Schädel dringst du also durch auch dein achtes Chakra hindurch. 90 cm nach vorne, vor deiner Brust, vor deinem Herzchakra. 90 cm auch hinter deinem Rücken, zwischen deinem Schlüsselbein. Und du spürst, je länger ich über diesen spirituellen Aura-Körper spreche, desto besser kannst du ihn wahrnehmen. Und ich bitte dich jetzt, erwecke diesen Energieleib, der wie zu schlafen scheint. Erinnere dich daran, wie du diese größere energetische Hülle bzw. Ausstrahlung einst völlig selbstverständlich genutzt hast. Völlig selbstverständlich. Dies ist ein elektromagnetisches Feld, das dich
kontinuierlich umgibt? Das dir dabei hilft, die kosmische Strahlung, die tagtäglich auf dich eintrifft, entsprechend zu transformieren. Dies ist tatsächlich eigentlich der nötige Abstand, den wir bräuchten, um zumindest in unserem privaten Space zu bleiben. Vielleicht spürt ihr ja jetzt plötzlich, dass das Social Distancing der Triumph Gottes ist, die Seelen wieder zu erwecken und ihnen ein Gespür für das elektromagnetische Aurafeld zu geben, welches ein sehr wichtiges ist. Es gibt noch weitere, aber für heute arbeiten wir mit diesem. Spür, wie dir von diesem Energiefeld wie Energie zufließt. Wie dein Körper wie eine Antenne ist, wie deine Fingerspitzen wie Antennen sind, die die feinsten Ätherschwingungen aufnehmen. Wie dein Gehirn ein Empfänger ist und wie dieser Avatar, der du bist dieses elektromagnetische Wesen, erweitere dein Bewusstsein und erwache in diesem Avatar und nimm die Aura-Schwingungen um dich herum wahr. Dies ist dein Sensorium. Wenn es dir gelungen ist, dieses, ich sag jetzt mal, goldene Aura-Ei jetzt nach und nach zu stabilisieren vor deiner, mit deinem dritten Auge, vor deinem inneren Auge, dann verbinde dich jetzt mit der göttlichen Quelle, mit der Urkraft und sage zum Kosmos, zu dir: Ich bin jetzt bereit, meinen göttlichen Wohlstand, mein göttliches Erbe zu empfangen. Ich bin jetzt bereit, zurückzukehren in die göttliche Fülle, in den göttlichen Reichtum, der der Normalzustand in dieser Welt ist. Ich erinnere mich an die Üppigkeit, die mich einst umgeben hat. Und ich spüre den Frieden, der aus meinem Innersten strömt, aus meinem Herzen strömt und mich erfüllt, weil ich weiß, dass ich vollkommen versorgt bin, dass das Leben, das Universum, dem Leben wohlgesonnen sind. Es ist ein freundliches Universum, ein lebensfreundliches Universum. Es ist leicht zu leben. Das Universum selbst ist das Leben. Alles, was erschaffen ist, ist Ausdruck des Lebens. Und wenn alles Ausdruck des Lebens ist, kann ich einmal tief Luft holen und mir klar machen, dass der göttliche Lebensstrom ein Strom der Fülle und Vollkommenheit ist. Und dass das Leben selbstverständlich ist. Um das Überleben kämpfen, ist ein absurder Gedanke.
der die Illusion des Sterbens und des Todes in sich birgt. Doch in der Wahrheit der Ewigkeit, in der Wahrheit des ewigen Kosmos, gibt es nur das Leben. Die Erneuerung, die Wiedergeburt, welche, wie die Schlange ihre Haut abstreift, eine unendliche Erneuerung, ein unendliches Wachstum ist. Es gibt nur das Leben. Und wenn es nur das Leben gibt, dann gibt es nur die Fülle. Und wenn es nur die Fülle gibt, dann gibt es nur Wohlstand und Reichtum. Und ich kann mich entspannen, weil ich weiß, dass göttliche Quellen mich versorgen. Das Leben will leben. Es fließt zu mir, so wie mit jedem Atemzug immer ausreichend Sauerstoff vorhanden ist, so wie es genügend Bäche und Süßwasservorkommen auf diesem Planeten gibt, die wir als Menschen kaum austrinken könnten, so wie es immer genügend Regen gibt, so gibt es auch immer genügend Versorgung in anderen Bereichen des Lebens. Der irdische Mangel, den wir uns einst erschaffen haben, ist durch die Angst erschaffen worden. Das Ego. Als wir Vertriebene waren, Entwurzelte, Enteignete und umhergeirrt sind in fremden Ländern, begannen wir, das Leben als beschwerlich zu begreifen, als Wüste, als Dürsten. Und darum dürfen wir jetzt heimkehren. Lasst uns heimkehren. Die Türen unserer paradiesischen Gärten stehen uns offen. Lasst uns all die Manipulation überwinden, all die Tricks und Lügen und psychischen Spielchen einfach ignorieren. Lasst uns verzeihen, lasst uns unsere Feinde lieben, um unser elektromagnetisches Feld stark und lichtvoll zu halten. Lasst uns in der Liebe bleiben, lasst uns heimkehren. Und unsere Gärten wieder aufblühen lassen. Back to the roots. Wahrer Reichtum, wahrer Wohlstand, ja, das siehst du an jeder Erbsenpflanze, an jedem Baum, an jedem Maiskolben, und in jeder Wassermelone. Eine Wassermelone kann dir ein Imperium aufbauen. Würdest du jeden einzelnen Kern einer Wassermelone wieder einpflanzen, du hättest ein Imperium und könntest sofort Wassermelonen verkaufen. So reich ist diese Erde. Du hättest mehr Wassermelonen, als du essen kannst, schon im zweiten Jahr. Das ist natürlicher Wachstum. Würdest du jeden Kern eines Apfelbaumes aus den Äpfeln herausnehmen, du hättest nach einem Jahr einen Wald. Das ist natürlicher Wachstum.
würdest du von einer Zwiebel alle Samen ernten und im nächsten Jahr wieder einpflanzen. Du hättest für immer zu essen. Du kannst aus einem Sack Kartoffeln in kürzester Zeit einen LKW voll Kartoffeln herstellen. Und dies ist die wahre Geschichte von einem Jesus, der mit einem Fisch Hunderte gefüttert hat. Es war kein Fisch, es war eine Frucht in ihm. Schneidet eine Papaya auf und ihr findet dort wahrscheinlich 50 oder 70 Papaya-Kerne. Ihr Lieben, lernt die Informationsdisketten des Lebens zu lesen, zu nutzen, zu pflanzen. Eine Papaya kann dir einen Papaya-Wald hervorbringen in kürzester Zeit. Und weil Gott weiß, dass die Bäume lange Zeit zum Wachsen brauchen, gibt es Gemüse. Schaut euch diese Fülle an, das ist unser Erbe. Lasst uns unser göttliches Erbe antreten und wieder Hüter des Elementes Erde werden. Lasst uns dafür sorgen, dass nicht ein Tropfen Pestizid mehr in unsere Böden sind. Das ist Reichtum. Und ich sage euch, ich bin an Orten gewesen, da ist dies seit vielen Jahrzehnten der Standard. Lasst uns als Hüter des Elementes Wasser dafür sorgen, dass unsere Flüsse und Seen wieder sauber sind.